Die Insel Föhr, eine Perle der Nordsee, die zu Unrecht ein wenig im Schatten ihrer Schwester, der Nachbarinsel Sylt, steht. Heute startet eine kleine Sommerserie über die Insel Föhr, in der zeige ich euch romantische Drohnenaufnahmen, weiße Sandstrände. Wir besichtigen eine Whisky-Destillerie und interviewen den Inhaber. Und ich stelle euch auch einige Techniklösungen vor, zum Beispiel unser aufblasbares Vorzelt, das Vango Airhub Hexaway 2. Wenn ihr Lust habt, kommt mit, ihr seid herzlich eingeladen. Und heute starten wir mit dem Stellplatz, der auf der Insel Föhr nämlich sensationell gelegen ist, nur wenige Fußminuten vom weißen, kindergeeigneten Sandstrand entfernt, mitten im Grünen, mit ganz tollen, großzügigen und blitzsauberen Sanitäreinrichtungen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wenn ihr Interesse habt, die nächsten Folgen zu sehen, dann klickt auf den Abo-Knopf und die Glocke, dann werdet ihr erinnert, wenn die nächsten Folgen erscheinen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Mag-Ich-Knopf drückt und mir ein Like gebt. Heute starten wir mit der Anfahrt und dem Stellplatz. Los geht's! Hier ist es. Das ist dein Lieblingsplatz. Ja,
Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, dann würde ich sagen, bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen. Jetzt noch wie ein Vollbild. Die Insel Föhr liegt hier an der Westküste von Schleswig-Holstein und direkt neben der Insel Sylt, die ihr hier schon in der Mitte des Bildes seht. Hier ist Sylt, das ist Amrum mit dem großen breiten Sandstrand und das ist die Insel Föhr. Da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr die Insel noch mal im Überblick sehen könnt. Hier ist Wiek, hier kommt man mit der Fähre an, die von Dagebüll auskommt. Und der Wohnmobilstellplatz, der ist hier in Uttersum. Da ist auch ein ganz schöner weißer Sandstrand und von hier aus gehen übrigens auch Touren ab zwischen der Insel Föhr und der Insel Amrum. Da kann man geführt, kann man dort durch das Watt, natürlich nur zu entsprechend geeigneten Tidenzeiten, zu Fuß auf die Insel Amrum gehen. Das ist auch ein ganz spannendes Abenteuer. Das haben wir diesmal nicht gemacht, weil uns das mit den kleineren Kindern doch noch ein bisschen zu gefährlich ist. Aber vielleicht machen wir das demnächst mal. Jedenfalls seht ihr, dass die Insel Föhr so ein bisschen eingebettet liegt zwischen Sylt und Amrum. Und der Vollständigkeit halber jetzt nochmal ein kleiner Blick auf Park for Night. Da seht ihr nämlich den Ort Uttersum wieder. Hier ist der Stellplatz angegeben und das ist tatsächlich auch der einzige Wohnmobilstellplatz auf Föhr. Genauso wie es hier angegeben ist. Und dieser Stellplatz hat absolut gerechtfertigt tatsächlich 4,88 Sterne von 5. Das habe ich, glaube ich, so in der Form noch nicht gesehen bei Park for Night und diese Bewertung ist absolut gerechtfertigt. Ihr seht hier auch das Serviceangebot und die Bewertungen, die hier unten stehen, sagen eigentlich alle, dass es wirklich ein fantastisch schöner Stellplatz ist, 300 Meter zum Meer und kostet 25 Euro pro Nacht im Jahr 2023. Also ein absolut günstiger Preis, auch für die Leistung und auch für die Lage. Einen der wenigen Fälle, wo wir den Stellplatz vorgebucht haben, ist der Stellplatz hier auf der Insel Föhr. Dort liegt der Deich und wir sind ca. 300 Meter vom Strand entfernt. Hier vorne ist das Empfangsgebäude, da gibt es 8 Duschen mit eigenen Türen und jeweils eigenen Fenstern in den Duschräumen. Waschmaschinen und Trockner sind da, ein Spülbereich und hier gibt es einen größeren Spielplatz. Die Parzellen sind sehr groß und mit Wiese unterlegt, auch eben. Und es ist eigentlich fast schon ein Campingplatz. Es ist eine Mischung aus Campingplatz und Stellplatz aus meiner Sicht. Der Vorteil für uns Camper ist, dass die Preisgestaltung des Stellplatzes sehr fair ist. Der kostet so um die 25 Euro pro Nacht. Hier vorne ist die Entsorgungsstation. Da hinten gibt es Frischwasser. Und hier kann man das Grauwasser entladen. Und hier ist auch die WC-Entsorgung untergebracht, auf dieser Seite. Ja, und jetzt zeige ich euch mal die Parzellen. Also von der Anlage ist das hier sehr großzügig. Man darf auch Vorzelte aufbauen, solange sie keinen Boden haben. Und das bedeutet, man kann sich im Grunde genommen die gesamte Fläche des Stellplatzes zunutze machen. Wir haben das auch gemacht. Wir haben ja ein Wango AirHub Hexaway 2. Das zeige ich euch gleich auch noch mal kurz und das würde ich euch in einem der nächsten Videos auch noch mal ausführlicher vorstellen. Und dazu gibt es auch ein extra Video zu dem Vorzelt. Ja, und hier seht ihr schon die Markierungen, diese weißen Markierungen, also der Stellplatz. Hier geht zum Beispiel von hier bis, hier ist der Stellplatz L, bis hier drüben, also wirklich riesig. Und hier an der Seite hat man auch den Blick in die Natur und da stehen wir. Da geht die Sonne unter, man hat also abends, wenn man in diese Richtung steht, auch noch den Sonnenuntergang. Und hier seht ihr, dass die Enterprise das Vorzelt aufgebaut hat. Das kann hier schon nützlich sein, weil es schon auch windig sein kann und dann kann man sich doch morgens oder abends noch mal wesentlich besser draußen hinsetzen, wenn man durch ein Zelt geschützt ist. Ja, das ist der Raum mit den Waschmaschinen und dem Trockner. Die werden hier über die Campingkarte oder über die Stellplatzkarte bedient und auch bezahlt. Und hier sind die Spülplätze. Alles hier ordentlich und aufgeräumt.
Aber noch viel besser sind die sanitären Einrichtungen. Das sind nämlich die besten, die wir auf unserer Reise bisher gesehen haben. Das hier sind die sanitären Einrichtungen. Das sind solche Kabinen wie diese hier. Ihr seht, ganz modern, ganz sauber. Und sie haben alle eigene Fenster und eigene Eingänge. Und dann gibt es 8 Stück von solchen Kabinen. Also das ist wirklich absolut maßstabsgebend, also sehr beeindruckend, sehr ordentlich. So ordentlich haben wir das auf unserer ganzen Reise bisher noch nicht gesehen. Nur circa 300 Meter entfernt liegt der schöne weiße Sandstrand von Uttersum und den schauen wir uns jetzt noch an. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Jetzt ist eine Stunde nach maximaler Ebbe und das ist wirklich spannend hier am Strand von Uttersum. Da sieht man nämlich aus dem Wasser da hinten Muschelbänke herausragen. Das sind große Auster-ähnliche Muscheln und dahinter sieht man dann auch schon Amrum. Und da waren auch eben noch einige Leute. Da hinten sieht man noch eine Gruppe von Leuten laufen, ungefähr da. Die sind nämlich auf einer Wattwanderung nach Amrum gegangen. Das kann man dann zu Fuß machen in einer Tour. Das ist so 3 bis 4 Stunden ungefähr. Ja, das ist echt interessant, hier dann auch zu baden. Am besten noch mit einer Tauchermaske. Jetzt sehen sie dann aus, die Muscheln. Die war tot, die hat da gelegen im Sand. Ja, und das macht wirklich Spaß, da rumzulaufen. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say. Ich freue mich, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Lust darauf bekommen habt, auch einmal Ferien dort zu machen. Ja, wenn ihr den Stellplatz auch buchen möchtet, denkt erstens daran, voraus zu buchen, weil natürlich ist der in der Hauptsaison auch sehr beliebt. Und denkt auch daran, dass ihr die Fähre braucht, um dorthin zu kommen und auch wieder zurück. Das kostet so fürs Wohnmobil ungefähr 150 Euro, inklusive Passagieren, circa Preis. Ja, und dann lohnt es sich natürlich nicht nur für wenige Tage hinzufahren, sondern das lohnt sich dann nur, wenn man da auch mindestens mal eine Woche bleibt. Wir sind da immer zwischen 1 und 2 Wochen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like
Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann klickt auf Abo und die Glocke. Dann werdet ihr erinnert, wenn die nächsten Videos erscheinen. Im nächsten Video geht es um die Whisky-Destillerie auf der Insel Föhr, die es seit letztem Jahr gibt und die wirklich einen sensationell guten Whisky macht. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Euer Ingmar.